Ich bin sehr erfreut, hier heute unsere Arbeit der letzten 7 Jahre und der letzten 2,5 Monate insbesondere präsentieren zu dürfen. Ich möchte direkt da einsetzen, wo die Kollegin gerade aufgehört hat, nämlich am Beispiel der Saalburg mal kurz zu erläutern, wie diese Datenstruktur, die dieser Limes-Karte zugrunde liegt, sich entwickelt hat. Wir sind immer ausgegangen, wo wir es hatten von unseren eigenen Artikeln. Jeder Artikel, wie hier dargestellt, hat rechts eine sogenannte Infobox, in der die wesentlichen Daten zu dem jeweiligen Platz nochmal in knapper Form aufgelistet sind. Wenn man sich die Geschichte dann näher anguckt, wir haben einmal auf der linken Seite diese Infobox des Artikels, lesbar für den Menschen. Wir haben rechts mal dargestellt, auch in diesem Fall lesbar für den Menschen, wie es auch lesbar für die Maschine sich dann darstellt. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall aus einer Castell-Situation mit 5 verschiedenen Perioden, 5 verschiedenen zeitlichen Perioden, aber auch unterschiedlichen Castellen, von der Erdschanze über Numerus Castell bis hin zum Kohortenkastell, entsprechend 5 verschiedene Datensätze entwickeln müssen, um auch eine entsprechend vielfältige Darstellung, grafische Darstellung in der Karte zu ermöglichen. Das heißt, wenn die Karte, die Sie gerade gesehen haben, abgegriffen wird im Jahre 120 war es, oder 125, glaube ich, in dem Beispiel, dann bekommen Sie natürlich die Situation von 125 dargestellt. Wenn Sie ins Jahr 90 gehen, zeigt sich das dort vorhandene Erdkastell. Bei allen Castell-Situationen mit vielfältigen Bauphasen stellte sich also jetzt auch in der Vorbereitung das Problem, die nochmal aufzudröseln in verschiedene Bauphasen, um eine vielfältige Darstellungsweise zu erzielen. Insgesamt haben wir in Vorbereitung dieser Karte 2084 Rohdatensätze geschaffen. Rohdatensätze insofern, als das, was wir als Daten bezeichnen, nicht immer auch für den Informatiker ein Datensatz ist. Der Informatiker braucht halt die Angabe 84 nach Christus. Der kann mit Domitianisch nicht viel anfangen. Das hat zu einigen Problemen schon im Vorfeld, auch zu vielen Diskussionen geführt. Wir hatten das Problem heute schon mal angesprochen, dass da exakte Wissenschaft bzw. Informatik und Geisteswissenschaften oft getrennte Wege laufen. Vom Aufwand her, wir müssen ausgehen bei dieser ganzen Geschichte von einer Recherchezeit pro Datensatz von ca. 15 Minuten im Schnitt. Das gilt nicht für die Daten unserer Artikel, aber es galt eine ganze Menge Daten, Geodaten und auch natürlich Datierungsdaten, datierende Daten zu recherchieren, die wir nicht vorliegen hatten, um eine möglichste Vollständigkeit, zumindest eine schematische Vollständigkeit schon mal dieser Karte zu erreichen. Das hieß für uns insgesamt 521 Arbeitsstunden, also entspricht 65 vollen Arbeitstagen, 13 Arbeitswochen. Das Ganze wurde geleistet binnen 10 Wochen von 3 ehrenamtlichen Bearbeitern, also das heißt mal so eben nebenbei, nebenberuflicher Tätigkeit. Das Gesamtpotenzial, das da drin steckt, bei noch nicht erreichter Vollständigkeit jedes einzelnen Datensatzes entspricht 52.100 Einzeldaten. Entschuldigung. Verknüpft mit dieser Karte sind inzwischen 560 Wikipedia-Artikel, davon 496 in der deutschsprachigen Wikipedia, 73 in der englischen, 24 in der niederländischen und 4 in der rumänischen, sowie ein paar Exoten, ein arabischsprachiger, ein französischsprachiger und ein hebräischer Artikel. Das Limes-Projekt, das diese Arbeit jetzt erbracht hat, ist vor ungefähr 6,5 Jahren als Einzelinitiative von mir begründet worden. Das ist eine ähnliche Geschichte wie beim René gewesen. Nicht ganz so erfreulich, bei mir ging es nicht um die Kinder. Ich war schlicht und ergreifend ans Krankenbett festgenagelt und es reichte gerade zum Schreibtisch und zur Universitätsbibliothek Heidelberg, an der ich mich dann bediente und fing dann auf diese Art und Weise an, mir die Zeit dadurch zu vertreiben, dass ich römische Kastelle recherchierte.
Das Projekt wuchs dann an. Manuel Heinemann war der Nächste, der hinzukam, bis auf maximal 5 Mitarbeiter. Und in der Zwischenzeit haben wir rund 350, ich schätze inzwischen wahrscheinlich eher 400, ich habe sie lange nicht mehr gezählt, Castell-Artikel geschrieben, haben 10 Artikel davon, haben in der Wikipedia den Status des exzellenten Artikels erreicht. Das ist eine Wikipedia-interne Auszeichnung, in der in einem recht komplizierten Verfahren andere Wikipedianer darüber befinden, ob der Artikel eine bestimmte Mindestqualität reicht. Es gibt da den lesenswerten Artikel, es gibt den exzellenten Artikel. Das Ganze ist mit einem recht komplizierten Review-Verfahren verbunden. Und ja, das ist nur nebenbei. Es sind entstanden, wie Herr Förth schon sagte, über 100 Nebenartikel, sogenannte Nebenartikel, Archäologenbiografien, Museumsartikel etc. etc. Wir haben 3000 Fotos, zum Teil selbst erstellt. Ich bin mittlerweile den kompletten Odenwald-Limes abgelaufen. Es sind zahlreiche Scans dabei, wobei wir übrigens auch darauf geachtet haben. Und da hake ich jetzt nochmal auf die Geschichte mit dem Archivmaterial. Wir haben digitalisiert Teile des Limes-Werkes. Weil das publiziert worden ist, weil das als wissenschaftliche Publikation, wenn auch als alte anzusehen ist, und haben die online gestellt. Von Archivmaterialien, und das möchte ich nochmal betonen, Original Research ist in der Wikipedia nicht erlaubt. Ich kann noch die tollsten Urkunden und Quellen in irgendeinem Archiv haben. Ich wäre aufgrund des Regulariums nicht in der Lage, darauf basierend einen Artikel zu erstellen. Ich kann und darf den Artikel nur dann schreiben, wenn er basiert auf einer zuvor erfolgenden wissenschaftlichen Publikationen. Wir arbeiten nicht wissenschaftlich, wir kompilieren die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit. Seit 2009 führen wir auch jährlich stattfindende Workshops durch. 2009 erstmalig auf der Saalburg, danach waren wir mal in Köln und Xanten, in Wien, im letzten Jahr in der Weltstadt Hesselbach, im Odenwald. In diesem Jahr haben wir diesen Limes-Workshop, beziehungsweise werden wir diesen Limes-Workshop integrieren in die größere Veranstaltung Wikipedia trifft Archäologie, die vom 2. bis zum 5. Oktober in Mainz stattfinden wird, gemeinsam auch mit dem Redaktionstreffen der Ägyptologen in der Wikipedia. Ich möchte Sie jetzt schon, alle Beteiligten hier an dieser Stelle, recht herzlich einladen zu dieser Veranstaltung, die mit Sicherheit rechtzeitig auch noch im Netz publiziert werden wird. Einen Flyer habe ich vorne schon gesehen, so eine kleine Vorankündigung. Wir haben natürlich noch keine Details, die Datierung und die Ortswahl sind gerade erst vorgenommen worden. Wir haben eine Zusammenarbeit mit entsprechenden Limes-Projekten, privater wie auch Natur, wie auch in der Wikipedia in verschiedenen Ländern. Und es wurden zahlreiche Übersetzungen in fremden Sprachen unserer Artikel inzwischen angefertigt und dort publiziert. Wir haben, und das ist wieder so eine Sache, es ist immer ein Problem in der Wikipedia zu schreiben, jeder darf mitmischen. Irgendjemand, der in seinem Vorgarten eine Sigillata gefunden hat, macht aus seinem Haus eine römische Ansiedlung und führt seine Familie in direkter Linie auf Julius Caesar zurück. Das sind so Dinge, mit denen man leben muss. Entgehen kann man dem nur mit den Maßnahmen, wie wir sie versucht haben zu treffen. Das heißt, wir sind erstmal eine Selbstverpflichtung eingegangen, möglichst umfangreich Literatur zu recherchieren und dabei auch so aktuell wie möglich zu bleiben. Das heißt, bevor ein Castell-Artikel entsteht, hat derjenige, der Hauptverfasser ist, war vorher in einer wissenschaftlichen Bibliothek und hat sich mit all dem eingedeckt, was an Relevantem jemals zu diesem Artikel geschrieben worden ist. Dieses Studium geht direkt ein in den Artikel, in dem wichtige oder umstrittene Passagen, strittige Passagen, diskussionswürdige Aussage, wissenschaftliche Streite
direkt mit Quellennachweisen eingepflegt werden, der Literaturapparat, der jedem Artikel anhängen sollte, strebt auch möglichst Vollständigkeit an, was die Hauptwerke der wissenschaftlichen Literatur angeht, und versucht, Triviales, Populärwissenschaftliches oder gar Belletristisches auszuschließen. Es gibt ebenfalls als qualitätssichernde Maßnahmen einen standardisierten Aufbau der Artikel. Wir haben so einen sogenannten Modellbaukasten. Das ist für Neueinsteiger ganz hilfreich. Wie soll so ein Artikel aussehen? Deshalb haben die auch fast alle so in etwa die gleiche Struktur. Es wurde von Anfang an, legten wir Wert auf Verortung, also Angabe von Geokoordinaten. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich seitens der Leserschaft in erster Linie der Wunsch nach diesen Infoboxen. Kurze Zusammenfassung, je ausführlicher die Artikel wurden, wir gehen ja teilweise in einen Bereich rein, wenn ich einen Artikel nehme wie Wetterer, da sind wir glaube ich bei gedruckten 30 Seiten oder 40 Seiten, der eine kurze Zusammenfassung direkt zu Anfang geben soll, sodass der geneigte Leser, insbesondere der Laie, auf den ersten Blick sieht, womit habe ich hier überhaupt zu tun, wo aber auch der Profi sieht, okay, mit der Zeitstellung danach suche ich jetzt gar nicht. Ich interessiere mich speziell für trajanische Lager, domitianische Lager, was auch immer, kann direkt wieder den Artikel zuklappen. Sämtliche Geokoordinaten werden auch überprüft. Ich hatte auch das Problem heute Vormittag in der Diskussion schon mal angesprochen, dass es da zum Teil erschreckende Abweichungen gibt. In verschiedenen Quellen, Internetquellen wie auch gedruckten Quellen, kann es passieren, dass die Verortung mal 50 Meter, aber durchaus auch mal 50 Kilometer auseinander liegen. Wir haben uns natürlich genauso wie um die gedruckte Literatur auch um allerlei Internetressourcen bemüht, von denen uns als übernationale Ressourcen, insbesondere Arachnes, Plejades und als Privatprojekt erstaunlicherweise Wiki.org ins Auge gefallen sind. Ganz nette Ansätze, teilweise sehr gute Ansätze, gibt es in nationalem und regionalem Raum, wobei uns da insbesondere die Engländer mehr als positiv aufgefallen sind, die mit Schwerpunkten zum Beispiel in Schottland und in Wales alleine ganz hervorragende Arbeit geleistet haben, bis hin zur detaillierten Landkartenwiedergabe. Ebenfalls am Anfang stecken die Bemühungen, auch Ressourcen mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten einzupflegen. Das heißt, jetzt Sachen, die deutlich über die reine Georeferenzierung hinausgehen, ganz andere Schwerpunkte haben. Dafür zählen zu uns natürlich insbesondere epigraphische Datenbanken, aber auch alle anderen Datenbanken, die in irgendeiner Form mit der Materie zu tun haben und durch die sich Castell-Artikel sinnvoll ergänzen lassen. Das Problem, das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte ist das Problem der Schnittstelle bzw. der Verknüpfung der Daten. Wir haben bislang kaum Möglichkeiten gefunden, Daten auch automatisch computergesteuert zu importieren. Das heißt, alles ist mühevollste händische Kleinarbeit. Das heißt, Recherche, stundenlange Recherche und mühsames händisches Einpflegen von Daten. Die nach unserem Verständnis ideale Karte, die man natürlich niemals haben wird, bündelt für uns ein Maximum an Informationen. Schon als Kind fand ich immer Atlanten höchst faszinierend. Das war für mich einfach die Darstellungsweise, in der sich auf kleinster Fläche mit einfachen Mitteln ein Maximum an Informationsgehalt verwirklichen ließ. Dies ist im Zeitalter des Internets natürlich viel weiter fortgeschritten. Durch Verknüpfungen, Pop-ups etc. lassen sich hier natürlich noch ganz andere Dinge realisieren. Die Karte soll die Vorzüge bereits bestehender Projekte vereinen, ohne diesen in irgendeiner Form in Konkurrenz treten zu wollen. Wir wollen im Gegenteil, weil insofern packen wir auch gar nicht rein,
gerne mittelbar oder unmittelbar auf alle relevanten anderen Ressourcen verlinken. Wir streben quantitativ Vollständigkeit an und qualitativ Validität, denn wir wollen genau das, was Herr Henrich kritisiert hatte, nicht. Wir wollen zuverlässige Angaben liefern, sei es in unseren Artikeln, sei es in einer Datenwiedergabe in dieser Form. Perspektivisch, und deshalb war ich von Herrn Vorburg so begeistert und seinem Projekt, der von Anfang an, beziehungsweise so stellte es sich mir dar, als ich das Projekt entdeckte, schon einen Schritt weiter war. Perspektivisch kann sich das Ganze, und das ist natürlich eine ganz große Vision, weiterentwickeln von einer Karte der Außengrenzen des Imperiums zu einer Karte des Imperiums mit all seinen militärischen und zivilen Strukturen. Vom Wachturm über das Kastell bis hin zur unbedeutendsten Villa Rustica irgendwo im Schwäbischen. Die vorliegende Beta-Version entspricht dieser Vision natürlich noch lange nicht und kann es auch noch gar nicht. Es gibt quantitativ noch einiges auszubessern, es sind noch Lücken zu füllen. Wir haben gerade mal, wie eben erwähnt, rund 2000 Datensätze. Interpoliert werden wir allein mit den Militärgrenzen mit Sicherheit 5000 erreichen. Qualitativ ist auch da mit Sicherheit noch einiges zu verbessern. Die Daten sind aus Gründen, die leider nicht an uns liegen, oder Gott sei Dank nicht an uns liegen, nicht immer präzise. Ich komme wieder auf das Problem der präzisen Verortung oder halt nicht präzisen Verortung. Optisch in der grafischen Darstellung wäre mit Sicherheit noch einiges wünschenswert. Eine Differenzierung zum Beispiel zwischen Kastellen, Wachtürmen, Burgi etc. ist ein absolutes Desiderat. Und es fehlt vor allem noch immer der automatisierte Datentausch, Austausch mit anderen Projekten und Instituten. Was aber auch nicht in unserer Karte liegt, sondern halt ein Problem der Kommunikation und der Bereitschaft ist. Auf jeden Fall stellt diese Karte aus unserer Sicht als Limes-Projekt einen ersten und richtigen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Ja. Unsere Vorstellungen zur perfekten Limes-Karte, falls es sowas gibt, gehen dahin, dass wesentlich mehr Informationen noch drin sind. Was wichtig wäre, wäre zum Beispiel auch für die Suche, wären die antiken und alternativen Ortsnamen. Das heißt, ich müsste in der Lage sein, sofern der antike Name einer Lokalität bekannt ist oder auch gesichert ist, gibt da ja auch sehr viel Spekulatives, diesen Ort auch zu finden. Das heißt, ich dürfte das Legionslager in Xanten nicht nur über Xanten finden, sondern ich muss sie natürlich auch über Wetterer finden und so weiter und so fort. Was wir inzwischen drin haben, sind die Limes-Abschnitte, sofern sie eindeutig benannt sind. Was wir drin haben, ist die Datierung, soweit sie klar ist. Was wir drin haben in dem dargestellten Bereich, sind die Geokoordinaten, wobei wir da noch etliche Probleme haben, gerade im Osten des Imperiums und im nordafrikanischen Raum. Gegenden, in denen dann irgendwann mal im 19. Jahrhundert eine Grabung stattgefunden hat, die dann in ähnlicher Qualität wie das von Herrn Henrich gerade dargestellte dokumentiert worden ist, und viel mehr gibt es dazu dann nichts. Damit lässt sich schlecht arbeiten. Was wir darüber hinaus wünschen zu den bisherigen Angaben in der Infobox, wäre natürlich eine Angabe der jeweils belegenden Truppe. Wer war da? Kavallerie, Infanterie, wenn ja, in welcher Größenordnung? Wodurch sich auch wieder eine ganz andere Perspektive in der Karte ergibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir Truppenbewegungen, wo wir Dislozationen imperiumsweit nachverfolgen könnten, so sie bekannt sind. Wir wissen ja von Garnisonen, dass sie mehr als einem Fall, die mehr als einmal den Standort gewechselt haben. Ebenfalls wünschenswert wäre natürlich die Angabe der Größe, also bekannte Daten, wenn ein Kastell ausgegraben worden ist, sowie der Bauweise. Haben wir es mit einem Holzerdelager zu tun, haben wir es mit einem Steinbau zu tun. Auf die Notwendigkeit der
besseren grafischen Differenzierung bin ich bereits eingegangen. Wir wollen darüber hinaus Links und Verweise haben, die auf die wichtigsten relevanten und reputablen Quellen verweisen. Für uns in erster Linie natürlich Arachno und Zenon, Plejades, Wiki.org, auf epigraphische Links, auf meinetwegen die Heidelberger Datenbank oder die Datenbank von Klaus Slaby, weitere bibliografische Verweise, sofern sie durch Zenon nicht abgedeckt sind und Ähnliches. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang zur Kooperation einladen. Das 19. Jahrhundert, eigentlich der Beginn der wissenschaftlichen provinzialrömischen Forschung, wenn ich schon an die Leute vor der Reichslimeskommission denke, insbesondere meinetwegen als Kohausen Group, noch davor und zeitgleich gab es den Begriff des Privatgelehrten. Der Privatgelehrte war im 19. Jahrhundert meistens gut betuchter Bürger, der sich leisten konnte, weil er ein Vermögen geerbt, erwirtschaftet oder sonst was hatte, sich wissenschaftlichen Studien hinzugeben. Und er existierte und durchaus nicht nur unerfolgreich neben dem Wissenschaftler, dem herkömmlichen Wissenschaftler. Bestes Beispiel für einen Privatgelehrten können wir meinetwegen Schliemann für nehmen, der mit seinem erwirtschafteten, als Kaufmann erwirtschafteten Vermögen dann irgendwann in der Lage war, Troja auszugraben. Würde ich mir heutzutage wünschen, eine Grabung finanzieren zu können. Also 21. Jahrhundert hat jetzt den Begriff der Citizen Science geprägt. Wörtlich übersetzt Bürgerwissenschaft. Zu gut Deutsch Wikipedianer. Wir sollten nicht vergessen, dass Wissenschaft, lassen Sie uns die Privatgelehrten, nicht die Privatlehrenden, wollen wir gar nicht sein, lassen Sie uns die Privatgelehrten des 21. Jahrhunderts sein. Wissenschaft kann nicht Selbstzweck sein, sondern muss in erster Linie als Dienst am Menschen verstanden sein. Und Citizen Science bzw. Wikipedia kann und will gar keine Konkurrenz, sondern Ergänzung und Transmissionsriemen für wissenschaftliche Belange sein. Wikipedia will kompilieren, will zusammenfassend darstellen, so verlässlich wie eben möglich, was Wissenschaft geleistet hat. Nicht mehr und nicht weniger. Citizen Science ist auch im wahrsten Sinne des Wortes populäre Wissenschaft. Wir erreichen natürlich mit einem Medium wie Wikipedia ganz andere und auch quantitativ bedeutendere Leserkreise, als irgendeine Fachpublikation es kann. Ich habe mal einfach rausgegriffen, der Artikel Saalburg zum Beispiel wurde im Juni 2012 insgesamt 1717 Mal aufgerufen. Ich weiß nicht, wie viel im gleichen Zeitraum im Buchshop des Saalburgs Museums an Schriften verkauft worden sind. Aber es ist auch nicht vergleichbar. Es ist auch nicht vergleichbar. Es wäre so nicht zulässig, der Vergleich. Man müsste den natürlich vergleichen mit dem Zugriff auf die Saalburg-Webseite. Aber letztlich haben wir doch gemeinsame Interessen an einer gemeinsamen Sache. Wir sollten Berührungspunkte finden, Schnittmengen finden. Vor allem, wir sollten Daten leichter nutzbar und austauschbar machen, damit die Menschen, damit möglichst viele von freiem Wissen profitieren können. Mit Wikidata entsteht hierfür gerade ein wichtiges und mächtiges Werkzeug und damit möchte ich, er möchte noch kurz. In Überleitung zu Wikidata würde ich gerne nochmal kurz zurückkommen zu dem, wie eigentlich unsere oder die Datenbasis für diese Charta entstanden ist. Nach einem ersten gemeinschaftlichen Treffen zusammen mit dem DAI habe ich mich hingesetzt und mir mal angeschaut, wie sieht das überhaupt in verschiedenen Wikipedia-Sprachversionen aus? Was kann ich an harten Daten, die man solch eine Karte beispielsweise übertragen könnte, überhaupt aggregieren, zusammenbringen? Wir haben hier das Beispiel gesehen, in der deutschsprachigen Wikipedia gibt es auf der rechten Seite eine Infobox, dafür hat sich das Projekt Römischer Limes eben entschieden. Dort
in gewisser Weise die harten, wie auch immer hart sie dann tatsächlich auch sind, Fakten zusammenzutragen, strukturierte Daten. Wenn man in andere Sprachversionen reinschaut, das habe ich dann in dem Fall getan, muss man leider feststellen, dass solche Infoboxen dort nicht vorhanden sind. Das heißt, das Skript, was ich dafür geschrieben habe, um erstmal einen Grundstock an Daten aus der Wikipedia zusammenzutragen für diese Limes-Karte, war im ersten Schritt, also zumindest maschinenlesbar, war nur dies, was ich über diese Infoboxen herausfinden konnte. Das andere danach, und das hast du ja, Hartmann, sehr gut gesagt, war mehr oder weniger alles Handarbeit, nachzuschauen, wie sieht das in anderssprachigen Wikipedia-Versionen aus, wie sieht das in anderen Projekten aus, auf anderen Webseiten. Große Frage ist also da, wie können wir sinnvollerweise strukturierte Daten aufgreifen und in besonderer Weise natürlich hier, dass wir zu den einzelnen Punkten, hier ist gerade gar nicht so gut zu sehen, auch bei diesem Beispiel, eben auch belegen können, dass, wo wir diese Information her haben, wo kommt diese Information tatsächlich her, gegebenenfalls auch andere Informationen zu geben, so wie im Vortrag wir vorher gehört haben. Ja, früher gab es in der Forschung andere Ansichten, wo der Ort lokalisiert ist oder wann dort das Kastell gestanden hat oder der Wachtposten, und dass man gegebenenfalls auch in dieser Dimension gehen kann, also was geben andere Webseiten für Datenbestände oder wie waren die Dateninformationen zu einem anderen Zeitpunkt oder so wie das aussieht. Dafür ist eine Datenstruktur notwendig, ein Datengrundsatz, und der wird jetzt eben durch Wikidata bereitgestellt, und das ist, denke ich, dann der gute Übergang zu unseren Kollegen.